Wir prüfen nun ein paar weitere Eigenschaften der Bruchrechnung nach. Seien dazu a eine reelle Zahl, b, c und d auch reelle Zahlen, allerdings nicht die 0. Und wir sind bei Punkt 4. Wir schauen uns an a durch minus b. Da behaupte ich, das ist, so wie Sie das kennen, minus a durch b. Das gilt, denn wir setzen die Definition ein. A durch b ist a mal das multiplikativ inverse von minus b. Das kann ich aber auch schreiben, a mal minus 1 mal b hoch minus 1. Für Produkte kennen wir hoch minus 1, das ist a mal minus 1 hoch minus 1 mal b hoch minus 1. Minus 1 hoch minus 1 habe ich Ihnen aber schon gezeigt, das stimmt tatsächlich mit minus 1 überein. Das heißt, hier steht minus 1 mal a mal b hoch minus 1. Und das können wir dann schreiben, minus 1 minus a durch b. Okay, das passt. Sie können das Minus auch in den Zähler nach oben schreiben, dann ist sogar der Nachweis vielleicht ein klein wenig einfacher. Das könnten Sie vielleicht zu Hause selber probieren. Wir schauen uns fünftens an. Ich will Ihnen zeigen, dass das Inverse von c durch d, gerade die Umkehrung ist d durch c. Ja, wir multiplizieren c durch d mal mit dem Kandidaten d durch c und sehen, was passiert. Wir setzen wieder einfach die Definition ein. Das ist c mal d hoch minus 1 mal d mal c hoch minus 1. Das ist gleich, naja, d hoch minus 1, d ist 1, c mal c minus 1 ist 1, 1 mal 1 gleich 1. Damit ist d durch c tatsächlich das Multiplikativ Inverse zu c durch d. Okay, und wir sind nun bei Punkt 6 und da schauen wir uns also Doppelbrüche an. Wir haben a durch b, großer Bruchstrich, c durch d. Das können wir schreiben, indem wir die Definition einsetzen. Das ist also a durch b mal c durch d multiplikativ inverses. Das haben wir aber gerade oben gesehen. Das ist a durch b mal d durch c. Und zwei Brüche multiplizieren wir, indem wir oben und unten multiplizieren. Das habe ich Ihnen schon gezeigt. Das ist also a mal d durch b mal c. Und das ist auch genau so, wie Sie das kennen. Das b wandert nach unten und das d wandert nach oben. Okay.